Die Ausstellung, die man hier im Hintergrund sehen kann, wurde vom Global Crop Diversity Trust zusammengestellt. Das ist sozusagen eine internationale Organisation, die sich um die Erhaltung von Nutzpflanzen kümmert. Und wir haben hier eine sehr enge Zusammenarbeit, weil das Büro dieser Organisation in Bonn angesiedelt ist. Und wir haben bei uns im Botanischen Garten ja auch noch den Nutzpflanzengarten. Das heißt, im Nutzpflanzengarten kümmern wir uns ganz speziell um die Nutzpflanzen des Rheinlandes. Wir haben eine Sammlung, wo wir die kleine Rheinländerin und die Tomate Bonner Beste erhalten. Und das ist unser kleiner Beitrag, um die lokale Vielfalt von Nutzpflanzen zu erhalten. Und der Global Crop Trust zeigt hier in der Ausstellung, wie die international das machen. Die Ausstellung kann man jetzt hier im Mittelmeerhaus der Botanischen Gärten noch bis Ende Juni sehen. Die nächsten 6 Wochen also täglich hier zu sehen.